Gratulation, Stefan Meyer, zum 4:1-Sieg heute hier bei Heilbronn und Gratulation zum Einzug ins Halbfinale. Es war wohl heute das souveränste Spiel gegen Heilbronn im ganzen Jahr, oder? Ja, wenn wir jetzt alle Partien hernehmen, schon. Aber ich habe schon von Anfang an gesagt, das Playoff-Spiel sind, haben ihre eigenen Gesetze. Ich denke, heute haben wir aber wirklich sehr konzentriert gespielt. Wir hatten ein paar Momente am Anfang, wo man gemerkt hat, wie nervös, dass wir ziemlich nervös waren, weil das, der vierte Sieg, den vierten Sieg zu holen, ist schwierig, weil er ist im Hinterkopf, du musst gewinnen. Und wir haben mehr angeschlagene Spieler, wir wollten nicht mehr nach Heilbronn, da war ein bisschen dieser Druck. Aber je länger das Spiel andauerte, desto souveräner wurde mein Team und am Ende, denke ich, haben wir das ganz gut nach Hause gebracht. Man könnte eigentlich auch sagen, dass das Spiel heute schon Finalcharakter hatte, oder? Ja, das ich habe schon mehrmals angedeutet, über die Qualität vom Roster von Heilbronn braucht man nicht zu sprechen. Sie spielen ein sehr aggressives Eishockey, sie gehen ein hohes Tempo, sie haben qualitativ, also technisch sehr starke Spieler, Einzelspieler, sie haben zwei exzellente Tormänner, also das ist wirklich ein absolutes Top-Team. Jetzt war die erste Reihe heute Bohn, Pinizzotto, Hecker. Wie warst du damit zufrieden? Nein, die erste Reihe war Bohn mit Hecker und Slayer. Ich war sehr zufrieden, hauptsächlich mit Bohn, mit der Rolle, die er heute gespielt hat. Einfach weil es eine ungewohnte Rolle war für ihn. Er hat das exzellent gelöst. Defensiv war sehr stark an den Bullies. Sehr zufrieden mit ihm heute. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt werden wir mal regenerieren, schauen, alle Spieler, die angeschlagen sind, dass wir die so schnell wie möglich zurückbekommen und ein bisschen jetzt diese Tage auch ein bisschen abschalten können, ein bisschen wegbleiben vom Maisstadion und uns dann gezielt vorbereiten auf den nächsten Gegner. Danke, Stefan Meyer, und viel Glück. Wie fühlst du dich jetzt nach dem großen Spiel heute? Erleichtert. Also ich habe drauf, was heißt gehofft, aber wir wollten es alle unbedingt heute und wir haben super gespielt, denke ich, heute. Hat man gesehen auch am Ergebnis, also das ist ein richtiges Playoff-Spiel und das müssen wir in die nächste Runde mitnehmen, mit dem Selbstvertrauen da reingehen. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, nur die Euphorie nicht zu hoch jetzt kommt das nächste, die nächste Aufgabe und da müssen wir jetzt uns drauf konzentrieren. Du hast heute wieder so viel Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Warst du wirklich so überhaupt nicht nervös heute? Nein, also ich meine, ich finde, Playoff-Spiele sind natürlich was Besonderes. Man ist natürlich, es kribbelt natürlich noch was mehr, aber das macht umso mehr Spaß. Vor allem zu Hause, wo das Publikum super mitgegangen ist und das hilft uns natürlich auch noch, dass wir eine Runde weiterkommen. Jetzt war Heilbronn ja wirklich eine total harte Nuss, jetzt kann man es ja mal sagen. Was war denn jetzt so schwierig an denen? Ja, die ganze Saison war Heilbronn nicht wirklich unser Gegner. Ich meine, ich habe ja vorher gesagt, dann können wir jetzt eigentlich nur gewinnen. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich denke, Heilbronn ist eben eine spielstarke, schnelle Mannschaft, die also im Einzelnen auch gute Spieler, talentierte Spieler hat, die alle torgefährlich sind, vor allem die ersten zwei Reihen. Oder Fischer beim Powerplay. Also das sind so ein paar Punkte, wenn man die knackt, dann kann man Heilbronn knacken. Und das haben wir geschafft und das freut mich. Lukas, wie verbringt die Mannschaft jetzt den Abend? Keine Ahnung, was auf dem Plan steht, aber wie gesagt, wir werden jetzt natürlich ein bisschen in der Kabine mal was zusammensitzen, ein bisschen uns freuen, aber wir werden nicht übertreiben, weil Playoff geht weiter, Saison geht weiter und es kommt die nächste Aufgabe. Also wir sind jetzt nicht zufrieden mit dem Halbfinaleinzug, wir wollen mehr und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Aber Lukas, jetzt sag mal, also ich meine, das hat jetzt wirklich Finalcharakter, die ganze Serie, kann es da überhaupt noch schwerer werden? Ja, also man muss halt sagen, egal gegen wen du spielst generell, es ist alle Mannschaften sind gefährlich, Playoff ist wie eine andere Saison, also da müssen wir vorbereitet sein. Wir studieren die Mannschaften noch immer ganz gut ein und also wir waren auf Heilbronn vorbereitet und auf den nächsten Gegner werden wir es dann auch sein. Es könnte Ravensburg jetzt kommen, die haben allerdings jetzt heute noch Probleme, ich habe jetzt noch nicht das Endergebnis gesehen, wie gern würdet ihr jetzt auf Ravensburg treffen? Puh, ja gut, natürlich Ravensburg war jetzt wiederum eine Mannschaft, wo wir in der Saison, die uns ein bisschen mehr gelegen sind, aber wie gesagt, es ist also für mich persönlich ist es egal, gegen wen du jetzt spielst. Was natürlich uns in die Karten spielt, ist, dass wir nicht nach Weißwasser oder so müssen. Ja? Dass du die Auswärtsfahrten nicht so lange hast. Das ist für die Regeneration ganz gut. Aber ansonsten ist es eigentlich egal. Danke, Lukas Lang, und herzlichen Glückwunsch. Danke. Herr Rossi, die Serie ging jetzt gegen Schwenning mit 1:4 verloren, aber es war doch eigentlich ein bisschen knapper, als das Ergebnis jetzt sagt, oder? Ja, jedes Spiel war knapp, die Serie war knapp, auch dass das 4:1 die Serie ist, meine Mannschaft hat sie gekämpft und wir hatten einfach die Problem, die Scheibe im Tor zu bringen, das war eigentlich unser Problem die ganze Saison. Okay.
Jetzt hat Ihre Mannschaft ja extrem aggressiv gespielt, offensiv. Die Schwenninger hatten ganz schön Probleme damit. Warum hat es einfach nicht gelangt für die Heilbronner? You know, wir fehlen zu viel Torschancen. Wir haben nicht diesen Killer-Instinkt. In jedes Spiel hätten wir geführt 1-0 und trotzdem verloren, weil wir fehlt uns diesen Killer-Instinkt, die 2-0 zu machen. Was glauben Sie, wie weit kommt Schwenningen jetzt? Schwenningen ist eine Top-Mannschaft. Wir waren Top-Mannschaft das ganze Jahr und ich wünsche dem viel Glück. Im heutigen Spiel, ab wann haben Sie gedacht, das wird nichts mehr? An dem 4-1. Vielen Dank, Herr Rossi. Alles Gute.